Mein Name ist Pfarrer Roland Wieler. Ich grüße Sie aus der Zeltkirche der Kirchengemeinde Berlin-Lichtenrade. Am letzten Sonntag haben wir zum ersten Mal das Licht hier am Adventskranz angezündet. Wir haben das neue Kirchenjahr begrüßt, miteinander Familiengottesdienst gefeiert. Wir haben uns hineinnehmen lassen in die Verheißung der Propheten aus dem Alten Testament. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Heiland, ein Gerechter. Und nun sind wir auf dem Weg durch die Adventszeit. Auch am nächsten Sonntag werden wir hier in unserer Zeltkirche wieder Gottesdienst feiern. Da sind die Wände wieder aufgezogen und das zweite Licht wird angezündet. Am zweiten Advent, dem 6. Dezember, dem Nikolaustag. Eine kleine zweite Überraschung wollen wir an diesem Nikolaustag der Gemeinde noch machen. Dazu aber nachher ein bisschen. Nikolaus, warum feiern wir das eigentlich? Warum gibt es da eigentlich für die Kinder, wenn sie denn ihre Schuhe vor die Tür stellen in der Nacht davor, etwas hinein? Viele Mythen ranken sich um den Nikolaus. Den Nikolaus von Myra, wie er später genannt wird, ein Bischof, ist er geworden. Vorher war er einfach ein junger Mann, dem sein Glaube wichtig war. Der das geteilt hat, was er bekam, und er hatte viel bekommen, denn er hatte geerbt. Und er wollte es nicht für sich allein behalten. Er hörte von einem Mann, der seine Töchter weggeben wollte, weil er sie nicht mehr ernähren konnte. Er hörte von seiner Not, vom Weinen der Töchter, und hat ihm in der Nacht einen Sack mit Goldstücken durch das Fenster hineingeholt. Die Not war gelindert. Die Mädchen konnten in ihrer Familie bleiben. Wie gesagt, ein Mythos, eine Geschichte von Nikolaus. Aber offensichtlich war er jemand, der tatsächlich abgeben konnte. Denn sein Glaube so wichtig war, dass er ihn nicht für sich allein behielt, sondern dass er geteilt hat. Die Güte, die er empfangen hatte von Gott, die Hoffnung, die er in sich aufgenommen hatte, von Gott. Und die Erwartung, dass Gott uns Menschen braucht, immer wieder neu, wenn andere Hilfe brauchen und in Not. Auch das ein Begleiter in dieser Adventszeit, die so besonders ist und so anders ist als all die Jahre. Umso wichtiger, immer wieder die guten alten Dinge auch zu tun. Das Licht am Adventskranz anzuzünden, innezuhalten, immer wieder neu. Noch brennt nur eine. Am nächsten Sonntag zünden wir die zweite Kerze. Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam den zweiten Advent und den Nikolaustag noch etwas anders. Im zweiten Advent wollen wir schon um 16.30 Uhr hier auf dem Marktplatz vor dem Gemeindezentrum in der Nahariastraße 33 festlich musikalisch beginnen. Noch ist nichts geschmückt, aber dann wird hier ein Weihnachtsbaum stehen und sicherlich auch einige Lichter schon leuchten. Bis dahin bleiben Sie behütet. Alles Gute, Gottes Segen.